Agilität ist ein Thema von vielen, auch wenn das natürlich momentan so ein Begriff ist, der unglaublich gehypt wird und im Trend liegt. Aber die Prozessmanagement-Themen, Organisationsentwicklung, Strukturthemen, die Projektmanagement-Themen oder Business-Analyse, das sind alles Felder, die wir bespielen mit unterschiedlichen Formaten. Ja, und wir können alle nur einladen. Folgt uns, begleitet uns auf unserer Reise und dann wird sie vielleicht auch zu eurer. Hallo Christian, ich freue mich, dass wir heute wieder Zeit gefunden haben zum Plaudern. Hallo Claudia. Und heute geht es um das Thema Erleben. Unsere Kunden und eigentlich wir alle wollen ja immer etwas erleben und spüren. Und unsere Kunden kennen uns am ehesten aus Trainings. Wo können unsere Kunden uns denn eigentlich noch erleben? Sag mal. Ja, heute geht es ja insbesondere um das Erlebnis, um das Lernerlebnis. Und da ist sicherlich das Training, das Seminar, der Workshop ein immer noch ganz wesentlicher Teil. Wenn es darum geht, auch ja, Dinge nicht nur zu ja, lernen, sondern auch auf den eigenen Arbeitskontext zu übertragen. Aber du sprichst auch das Thema Content an. Ja? Und heute bekommt man Content über unglaublich viele Kanäle, über Medien auch vermittelt und kann sie ortszeitungebunden konsumieren. Ja, klar sind wir da auch unterwegs. Also einerseits kann man Podcasts hören von uns, man kann Blogartikeln folgen. Man kann unseren Newsletter abonnieren, bekommt hier in regelmäßigen Abständen natürlich auch Inhalte, die interessieren. Und man ist natürlich völlig frei, worauf man klickt und was man sich anschaut. Insbesondere auch, wenn es darum geht, natürlich auch Veranstaltungen, Impulse, neue Impulse auch zu bekommen und zu erhalten, Perspektivwechsel auch zu ermöglichen, zu betreiben. Da sind wir mit Veranstaltungen unterwegs, wie zuletzt beispielsweise mit Agile Rocks. Da ging es darum, tatsächlich mal auch anderen die Bühne zu bieten, was wir gerne tun, die ihre Geschichten erzählen, wie sie ihren Weg in die Agilität gefunden haben. Das sind teilweise ganz namhafte Unternehmen, ja, von B. Braun über Cybert Media, aber eben auch, ja, ich sag mal so sogenannte Hidden Champions, wie Thele Haase aus Wien, die einen ganz besonderen und eigenen Weg in die Agilität beschritten haben. Aber das ist ja nur ein Thema. Ja, also Agilität ist ein Thema von vielen, auch wenn das natürlich momentan so ein Begriff ist, der unglaublich gehypt wird und im Trend liegt. Aber die Prozessmanagement-Themen, Organisationsentwicklung, Strukturthemen, die Projektmanagement-Themen oder Business-Analyse, das sind alles Felder, die wir bespielen mit unterschiedlichen Formaten. Ob das jetzt kleinere Veranstaltungen sind, wo ich in kurzer Zeit relativ schnell Wissen saugen kann oder wo ich auch andere in einer Forenmentalität oder in einem Forenrahmen treffen kann, um mich auszutauschen. Ja, ob das Trendforen sind, wo ich immer wieder bekannte Gesichter treffen kann, um ja, neu gemachte Erfahrungen zu teilen. Also hier gibt es ein ganzes, ich sag mal, Potpourri an Möglichkeiten und Veranstaltungs Themen, die wir platzieren, aber dann eben auch in unterschiedlichen Formen dann auch anbieten. Und magst du auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auf was wir und unsere Kunden uns auch in nächster Zeit noch freuen dürfen? Also mit dem Nähkästchen sprichst du vielleicht auch unser IBO Lab an. Das IBO Lab ist tatsächlich so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen in der IBO Akademie. Wir selbst sind auf eine besondere Art und Weise organisiert. Wir haben ein ja, sogenanntes Betriebssystem, das uns in die Lage versetzt, gleichzeitig im System zu arbeiten, das heißt tatsächlich das Tagesgeschäft effizient und effektiv am Laufen zu halten und gleichzeitig natürlich auch am System zu arbeiten, das heißt permanent Organisationsentwicklung an den eigenen Strukturen und Prozessen zu betreiben. Und das kann und darf tatsächlich jeder Einzelne bei uns im Unternehmen. Das heißt, wir haben verschiedene Synchronisations- und Entscheidungsformate, die sehr transparent und auch sehr strukturiert ablaufen. Denn wenn Selbstorganisation und eigenverantwortliches Denken und Handeln sich Bahn brechen soll, dann braucht es auch eine gewisse Transparenz, damit jeder auch weiß, wie Organisation funktioniert und welchen Beitrag jeder Einzelne auch leisten kann. Das heißt, jeder Einzelne ist in der Lage, ja, Konflikte, Spannungen, die man persönlich hat, in diesen Formaten eben einzubringen, damit sich die Organisation weiterentwickeln kann. Und genau das zeigen wir in unserem IBO Lab beispielsweise. Das ist der Blick hinter die Kulissen, wo wir jeden dazu einladen, einfach mal eine Beobachterposition einzunehmen und so einen ganzen Tag diese verschiedenen Synchronisationsformate im und am System erleben zu können.
Christian, das klingt total spannend und das macht auf jeden Fall Lust auf noch viel mehr. Unsere Kunden finden uns auf jeden Fall auf unserer Homepage, damit sie auch nichts verpassen. Aber finden die uns noch irgendwo? Liebe Zuschauerinnen, folgt uns auf LinkedIn, abonniert und folgt uns auf Instagram, Xing, abonniert unseren YouTube-Channel. Also es gibt unglaublich viele Formate und Kanäle natürlich, wo man uns finden kann, aber wo man uns natürlich noch viel lieber verfolgen kann und begleiten kann auf unserer ganz individuellen Reise, die wir machen, natürlich gerne gemeinsam mit allen Teilnehmern, Teilnehmerinnen, die uns folgen. Und ob das kleine Videobotschaften sind, ob das Events sind, die wir über diese Kanäle eben auch posten und schalten, ob das aktuelle Informationen zu unseren Infowebinaren oder zu unseren Trainings, zu unseren Lernplattformen sind. Diese Inhalte lassen sich natürlich am besten platzieren über die einschlägigen Kanäle, die wir jetzt genannt haben. Ja, und wir können alle nur einladen, folgt uns, begleitet uns auf unserer Reise und dann wird sie vielleicht auch zu eurer. Christian, ich danke dir, dass du uns ein Stückchen mitgenommen hast auf der IBO-Reise und ich freue mich, dass wir uns bald wieder austauschen. Ja, ich danke dir. Danke, Christian. Bis demnächst. Mach's gut, bis bald. Tschüss. Ciao.